Im Kulturzentrum St. Jakob hat das Menschenleben, das Menschsein in all seiner Vielfalt und mit all seinen Geschichten seinen idealen Platz gefunden. Mit der Paracelsus-Schule, dem Jakobisaal und dem Bio-Gasthaus Schützenwirt ist das Kulturzentrum St. Jakob als Gesamtes eine gelebte Dreigliederung. Die Paracelsus-Schule als Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Auch in ihr findet sich gelebte Dreigliederung. Hallo Kamera. Die Schule sowie der Hof mit Hort, Internat und Aufbaustufe. Sie alle folgen einem Ziel. Das freie Denken, Fühlen und Handeln der ihnen Anvertrauten zu fördern und zu stärken. Wie nennt man diese Gerade? Senkrechte. Genau. Und die? Waagrechte. Sehr gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja? Jojo. Harmonie und Gleichklang in der Eurythmie. Ja. Gleichschritt? Nein. Die Eurythmie ist reguläres Unterrichtsfach an Waldorfschulen. Sie ist die Kunst, in Sprache und Musik wirksame Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen durch menschliche Bewegung sichtbar zu machen. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, Frau Burtscher. Der junge Mensch wird in der Paracelsus-Schule als Werdender wahrgenommen. Woher kommt er? Wohin geht er? Welches Rüstzeug kann die Schule ihm auf seinen Weg mitgeben? Und was habt ihr noch gesagt? Geografie. Also das kennt ihr alles vom Unterricht, ja? Die Waldorfpädagogik nach Rudolf Steiner ist der Kompass für diesen Weg. Als Frucht der anthroposophischen Geisteswissenschaft ist die Waldorfpädagogik prädestiniert dafür. Die Anthroposophie ist kein Glaubensinhalt, sondern die Anregung, einen Weg des Erkennens zu gehen, der gleichzeitig ein Weg der Selbstentwicklung ist. Ein Weg, der die eigene geistige Kraft und Kreativität im Menschen aktiviert. Anthroposophie versteht sich also als eine Anregung, diesen Weg der Selbsterforschung und Selbstentwicklung auf den verschiedensten Lebensgebieten zu beschreiten. In der Pädagogik handelt es sich um die schrittweise Entfaltung des jungen Menschen zur freien Selbstbestimmung. In allem, was er tut. Die Hilfe in der Küche ist ebenso freiwillig, aber essentiell für einen freien Bildungsprozess, der hin zum Gemeinwohl führt. Die kleinste funktionierende Zelle desselben ist die intakte Familie. Die Paracelsus-Schule offenbart sich in ihrem Wesen als familiäre Bildungsstätte. Auch die Klassen sind familiär klein gehalten und auf 9 Pflichtschulstufen aufgeteilt. Gemeinsames Kochen und Essen gehören zum Schulbetrieb, sind aber weitaus mehr als nur ein Versorgen. Das Gefühl, da sind Menschen, die sich meiner annehmen, Menschen, die für mich sorgen, mich umsorgen, dieses Gefühl ist nicht zu beschreiben. Aber wohlige Herzenswärme könnte es treffen. Und wenn sich Herzen öffnen, Hallo. Kann vieles auf fruchtbaren Boden fallen. Noch einmal einen Schluck vom ganz dunklen Eis. Die Ars Vivendi. Die Kunst des Lebens in freier Selbstbestimmung erfährt durch Kerzen eine besondere Symbolik. Wachs wird gegossen, gezogen, geformt. Alles unter behutsamen Anleitungen, aber in freier Entfaltung. Letztlich erhärten Kerzen in einem gesunden, natürlichen Prozess.
Eine bedeutsame Symbolik für ein künftiges Leben in freier Selbstbestimmung. Die brennende Kerze als Lichtquelle steht in enger symbolischer Verbindung zur Sonne und ihrem Licht als Quelle allen Lebens. Der sanfte Kerzenschein signalisiert Wärme und Geborgenheit und ist somit Balsam für die Seele. Wir Menschen sind ausgesprochen soziale Wesen. Der Wunsch nach Zusammengehörigkeit, Liebe und Geborgenheit ist allgegenwärtig. Der Hort schafft zur Paracelsus-Schule einen ergänzenden Umraum. Er gibt schulische, erzieherische und therapeutische Hilfestellungen. Er ist Lebensraum für die jungen Menschen. Sie erlernen und erleben in einem Alter von 6 bis 18 Jahren das soziale Miteinander in einem rhythmisch gestalteten Tages-, Wochen- und Jahreslauf, orientiert am Rhythmus der Natur. Im Paracelsus-Hort kann Erlebtes nachklingen, ausgeatmet und verdaut werden. In Bewegung, in Stille und Zurückgezogenheit und im sozialen Miteinander. Aufgabe ist es, Kindern und Jugendlichen Zeit zu geben, sich frei entfalten zu können, ihr Lebensmuster zu finden. Bin ich jetzt im Fernsehen? Genau. Und ja. Aua. Okay. 3, 2, 1, go. 1, 2. Der ist aber gut geklungen. Juhu, servus. In der Aufbaustufe auf dem Paracelsushof werden Jugendliche auf ein mögliches Berufsleben vorbereitet. Sinnvolle Tätigkeiten auch im Umfeld des Horts, wie am Paracelsushof, gehören ebenfalls zur freien Entfaltung und fördern sie. Das hier Erarbeitete wird teilweise verkauft. Der Erlös kommt der Paracelsus-Schule als Gesamtes zugute. Das Element des Feuers, die Ingredienzien des Brotes und die Arbeit der Menschen sind zur Herstellung von Brot notwendig. Neben seiner Funktion als Grundnahrungsmittel hat Brot auch eine große symbolische Bedeutung. Bei vielen ackerbautreibenden Völkern galt und gilt Brot als heilig. Brot verkörpert die Güte der Schöpfung und des Schöpfers, steht aber auch für die Demut des einfachen Lebens. Der Paracelsushof wird biodynamisch nach Demeter-Richtlinien geführt. Wenn Sie hier an Bio denken, so ist Demeter die höchste Zertifizierung. Ein geschlossener Kreislauf aus Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Nach Rudolf Steiners anthroposophischer Gedankenwelt und Methodik. Biologisch-dynamisches Wirtschaften gibt der Natur mehr zurück, als es ihr nimmt. Tiergestützte Pädagogik und Therapie sind Säulen des erzieherischen Lebens am Paracelsushof. Die Kinder und Jugendlichen nehmen am wirklichen Leben teil, mit all seinen Verpflichtungen und Notwendigkeiten, aber ohne Zwang. Die Begegnung mit Tieren ist entspannend. Ängste und Stress werden abgebaut, Vertrauen und Selbstwert aufgebaut. Tiere werten Verhalten und Gefühle der Kinder und Jugendlichen nicht. Sie nehmen die jungen Menschen so an, wie sie sind, unbefangen, ohne Vorurteile. Das Berühren der Tiere lässt Geborgenheit und Nähe erleben. Die Beziehung zu Tieren ist eine Brücke, über die zum Menschen Beziehungen und Freundschaften aufgebaut werden können. Im Kontakt mit Tieren können die jungen Menschen ihre soziale Kompetenz ausbauen.
indem sie Verantwortung und eine konstruktive Führungsrolle übernehmen. Laura, bitte versuch, dass die Lotte in einem großen Sprung auf das andere Wackelgerüst springen kann und dann noch einmal zurückspringen. Ja. Okay? Lotte, hopp! Super! Fein! Kooperationsbereitschaft. Geduld und Hilfsbereitschaft sind gefragte Eigenschaften im gegenseitigen Umgang. Einmal ganz abgesehen von der Stärkung des Selbstwertgefühls. Die tiergestützte Pädagogik vermittelt vieles und wird nicht nur am Hof praktiziert. Sie ist auch ein wichtiger Teil des Unterrichts an der Schule. Beim Sommerfest der Paracelsus-Schule wird das Miteinander von Mensch und Tier zum gerne gesehenen Akt, fernab jeder Show. Wie überhaupt das Miteinander im Mittelpunkt steht. Die Kinder und Jugendlichen feiern mit ihren Eltern und Pädagogen den Abschluss eines Schuljahres. Vielfältig, bunt und frei von jedem Zwang, so zeigt sich auch das Fest. Wie die Schule selbst ist auch das Feiern ohne Leistungsdruck, unbeschwert. Wichtige Erkenntnisse ergeben sich von selbst. Nicht alles gelingt beim ersten Mal. Und manchmal gelingt etwas überhaupt nicht. Das Leben ist kein Spiel. Es aber im Spiel zu erlernen, macht Freude. Gewinnen macht Freude, ohne dabei den, der weniger Glück hat, zu demütigen. Der Starke trägt den Schwachen. Das Christophorus-Prinzip, direkt aus dem Leben gegriffen. In Waldorfschulen haben Kopf, Herz und Hand gleichwertige Bedeutung. Denken, fühlen und wollen sind die Grundpfeiler einer Sinnsuche. Das Leben hat immer genau den Sinn, den man bereit ist, ihm zu geben. Im Fühlen offenbaren sich die künstlerisch-kreativen Fähigkeiten. Und dass man viel für seine Leistung zurückbekommt, zeigen die Auftritte vor großem Publikum im Jacobi-Saal. Auch hier ist das Kasperltheater ein Renner. Die wissenschaftliche Definition erklärt seinen Erfolg. Das Kasperltheater ist ein dem Märchen vergleichbarer Mikrokosmos mit überschaubaren Verhältnissen. Gut und Böse sind leicht zu unterscheiden und zuletzt siegt immer das Gute. Im Leben ist es nicht immer so. Auch das gehört zum Erkennen. Der Jacobi-Saal ist Vielfalt für Sinneserlebnisse und das nicht nur für die Paracelsus-Schule. Für das Kulturzentrum St. Jakob hat der Saal zentrale Bedeutung. Viele verschiedenartigste Veranstaltungen finden hier jährlich statt. Ob Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft oder Gesellschaft. Alle finden im 120 Personen fassenden Jacobi-Saal den geeigneten Veranstaltungsort. Wobei sich der Saal als äußerst wandelbares Multitalent erweist. Architektur, Atmosphäre, technische Ausstattung oder Akustik. Alles passt zusammen und ergibt ein äußerst funktionelles Ganzes. Der Jacobi-Saal beherrscht die gesamte Klaviatur. Und an jedem letzten Donnerstag eines Monats wird der Saal zum Kino. 2011 wurde hier im Jetzt ins Leben gerufen. Eine Veranstaltungs- und Vortragsserie, die sich mit aktuellen, sozialen und zukunftsorientierten Themen befasst. Die Welt ist komplizierter, als wir denken. Dafür haben wir mehr Möglichkeiten, als wir glauben. Ein Kernsatz von Wolfgang Peckney, der auf den größten gemeinsamen Nenner, das Miteinander, verweist. Das Miteinander wird im Kulturzentrum St. Jakob gelebt. Der inmitten wunderbarer Natur gelegene Schützenwirt fügt sich harmonisch in dieses Miteinander. Hier hat die Natürlichkeit besondere Bedeutung. Der Schützenwert ist dem Guten verpflichtet.
gute Zeit, gute Stimmung, guter Geschmack. Herzlichkeit und Gelassenheit, körperliches Wohlbefinden, ökologisch bewusstes Handeln, das sind die wesentlichen Zutaten im Schützenwirt. Biologisch genießen ist das Credo. Beim Schützenwirt steht nicht nur Bio drauf, da ist Bio drin. Es sind Köstlichkeiten aus biologischen oder biodynamischen Produkten, die täglich frisch zubereitet werden. Zugeliefert werden die Produkte unter anderem vom Leutramgut am Salzburger Gaisberg. Künstliche Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel haben Hausverbot. In der Küche arbeiten Menschen, die sich voll und ganz dem natürlichen, guten Geschmack hingeben. Sie kreieren ihn. Ihr Motto ist eigentlich ein Credo. Auch das einfachste Gericht ist ein Festessen. Und wenn Sie das Fest der Feste, wenn Sie Ihr Lebensfest feiern möchten, der Schützenwirt ist der ideale Platz dafür. Inklusive standesamtlicher Trauung. Ziehen wir eine Parallele vom Beginn des gemeinsamen Lebens zweier glücklicher Menschen zum Wirken hier im Kulturzentrum St. Jakob mit seinem Schützenwirt. Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Die Ehe ist wie eine Brücke. Man sollte sie jeden Tag neu aufbauen, am besten von beiden Seiten. Das große Glück in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden. Jeder sieht ein Stückchen Welt. Gemeinsam sehen wir das Ganze. In der ganzheitlichen Sicht auf Mensch und Umwelt spiegelt sich die Philosophie des Schützenwirts wider. Der Schützenwirt ist kein Wirtshaus, er ist ein Gasthaus. Der Gast und sein Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt. Das sieht und spürt man auch. Der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft St. Jakob spielt eine ebenso wichtige Rolle wie ganz persönliche Themen aus dem Leben und aus der Arbeit. Wenn Sie zum Schützenwirt gehen, tun Sie nicht nur sich, sondern auch anderen Gutes. Der gesamte Reingewinn geht an die Paracelsus-Schule. Dasselbe gilt für den erwirtschafteten Reingewinn aus den Veranstaltungen im Jakobisaal. Das Kulturzentrum St. Jakob ist ein Ort, an dem Menschen sich begegnen können, um miteinander zu leben. In all ihrer Vielseitigkeit, in all ihrem Facettenreichtum und in all ihrer Individualität. Im Kulturzentrum St. Jakob hat das Menschenleben, das Menschsein in all seiner Vielfalt und mit all seinen Geschichten seinen idealen Platz gefunden.